Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Runde American Truck Simulator 2. Alter, was ist denn für ein langer Trailer? Guck dir das an, ey. Wahnsinn. So, wir haben wieder Totgefällter und einen sehr merkwürdigen LKW. Guck mal, so sieht das ja noch okay aus, ne? Aber guck mal, man hätte ja denken können, dass vielleicht die Schlafkabine oben drin ist, weißt du? Aber nö, nichts. Das ist sehr merkwürdig. Wir haben Post... guck ich gleich mal nach. War... Nein. Ja, 500.000 Kreditlimit. Ist mir egal. Ich nehme bei euch keinen Kredit auf. Genau, voll knicken, Freunde. Licht an. Und wir fahren... Ja, Druckgefelder mal wieder. Da kommt niemand. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. So, 35 Meilen die Stunde dürfen wir. Joa, dann sollen wir uns Gas geben, dass wir da hinkommen. Schön. Von da dürfte niemand kommen, soweit? Nein. Gut, von da kommt eh keiner. So, einmal soppt. Kennt ihr das Bild? Da sollte jemand Stopp auf die Straße schreiben, weißt du? Und hat soppt geschrieben. Ja, weiß ich nicht. Und ich habe gerade gelesen, es kommen zwei Neuerungen die nächste Zeit. Neuerung 1, ein erweitertes Anhängungssystem. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht genau, was da verändert wird. Es soll aber wahrscheinlich dann so sein, man ist ja normalerweise immer rückwärts rangefahren, hatte so ein bisschen Spielraum, dass man den Trailer dann noch anhängen konnte. Wenn ich das in der ganz kurzen Info, die ich gerade gelesen habe, richtig verstanden habe, wird das dann weggemacht oder irgendwie verringert. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht... Ich müsste ja jetzt wahrscheinlich die ganze News ausführlich lesen, um das richtig sagen zu können. Aber ich denke, so wird es laufen. Und es kommt ein natürlich kostenloses Arizona DLC, meine Damen und Herren. Der nächste Staat, der nächste Bundesstaat kommt. Die nächste Zeit. Ich weiß nicht, wann genau. Das stand da leider auch nicht. Da müsst ihr nochmal gucken. Aber... ich weiß ja nicht, ob wir den American Truck noch ein bisschen weitermachen oder dann den Euro Truck wieder an weitermachen. Von daher kann das sogar für uns egal sein vielleicht. Aber er kommt, er kommt auf jeden Fall. Arizona, der nächste Staat, der nächste Bundesstaat. 50 sind es ja insgesamt. Gut, man müsste noch Alaska wegstreichen. Und war Hawaii auch ein? Ne, Hawaii war keiner, ne? Ne, man müsste Alaska wegstreichen, ne? Weil da kommt man so schlecht hin, ohne durch Kanada zu fahren. Also ich meine, wir können nicht mit dem Schiff fahren oder fliegen oder so. Das wäre irgendwie merkwürdig. Aber vielleicht kommt ja irgendwann sogar irgendwie so ein Kanada. DLC, dass man dann Kanada noch anfügt und vielleicht noch Mexiko so ein bisschen, das wäre geil. Würde ich ein bisschen feiern, aber erstmal die USA. Man kann ja Alaska erstmal weglassen. Gehört Hawaii dazu? Ich weiß es nicht, verdammt. Ich glaub, Hawaii gehört dazu, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganzen Bundesstaaten nicht im Kopf, Mensch. Wie auch, es sind 50 Stück, verdammt. Freunde. Gut, der LKW biegt in die andere Richtung ab. Das heißt, nach dem hier können wir. Und das machen wir auch mal. So, Speed Limit. 65. Ich mach auch grundsätzlich übrigens nur Speed Dating. Das kennt ihr das? Das macht man in einem Bus mit einer Bombe an Bord. Oh Gott, ist der alt und schlecht einfach. Entschuldigung. Also die Witze werden nicht besser. Und nein, ich mache kein Speed-Dating. Ich mache generell kein Dating. Also ob online oder real life oder Speed oder weiß ich nicht. Wie auch immer, mache ich nicht. Aus dem Grund, ja. Ja, wie soll ich das jetzt nennen? Das klingt, als würde man sich selbst fertig machen, aber ich glaube kaum, dass irgendeine Dame auf mich stehen würde. Ich weiß nicht warum.
Vielleicht liege ich in anderen auch falsch, ich weiß es nicht. Abgesehen davon, ich hatte gar keine, also das klingt irgendwie genauso blöd, aber ich hatte gar keine Zeit zu. Weil ich bin mit den Videos tatsächlich voll ausgelastet, wenn ich ehrlich bin. Die ganze Nacht durch aufnehmen und den ganzen Tag dann die Videos verarbeiten und fertig machen, nicht? Da kann man nicht mal spontan irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt eine Freundin, guck mal, ich fahre jetzt eine Woche in Urlaub, tschüss. Ich fahre jetzt irgendwie eine Woche zu der, die besuchen oder doch irgendwie in Urlaub oder was der Teufel, wohin, keine Ahnung. Tschüss. Bis in eine Woche. Das geht ja nicht. Das ist ja, also, ja, nee, geht nicht. Nee. Aus dem einfachen Grund, dass ich, also ich meine, ja, wäre wahrscheinlich machbar, aber ich müsste mindestens anderthalb Wochen vorproduzieren, wenn ich eine Woche weg sein will. Ist bestimmt möglich, müsste ich aber ein paar Nächte durchmachen wahrscheinlich. Und Tage. Weil die Videos muss man dann auch gleich noch mit verarbeiten und alles. Zur Urlaubsplanung fällt da echt erstmal flach, muss ich sagen. Andererseits, wo sollte ich in Urlaub hinfahren? Weiß ich gar nicht. Alleine ist halt auch doof, weißt du? Alleine kann ich auch sagen, jo, ich nehme jetzt 5 Euro mit, gehe in die Eisdiele, setze mich da hin, bestelle mir ein Eis und ja, esse das gemütlich, weißt du? Weil, was soll ich denn alleine eine Woche auf, keine Ahnung, an der Ostsee oder auf Malle oder auf Zypern, Korsika, Kroatien, keine Ahnung. Ich meine, was soll ich denn da alleine? Ist ja auch doof. Ist dann halt auch doof. Nur so alleine Urlaub ist auch irgendwie doof. Weiß ich nicht. So, was haben wir hier? Wir sind irgendwie zu schnell. So, hier haben wir irgendein Store? Oder was? Ach, Bitumen. Ah, ja, alles klar. Wir sind 30. Gut, dass mir das noch jemand sagt. So ein bisschen runterschalten. Da kommt keiner. Wir können Gas geben. Oh, Gas geben. Kommt der Japaner durch. Der nicht in meinem Gehen sitzt. Weiß auch nicht. Ja. So. Ach, da sind wir ja schon. Ach so. Ja, wir hängen wieder eine Fahrt dran. Ne? Ist ja klar, wir hängen noch eine Fahrt dran. Also, das ist ja da. Ne? Da gibt es kein Vertun. Wir hängen noch eine Fahrt dran nun. Weiß ich nicht. Guck mich nicht so komisch an. Das war jetzt, also für spontan aus dem Finger gesaugt, war das gut. Ja? Nein, was nicht. So, Gallen. Oder Gallens. Weiß ich gar nicht. Klingt ein bisschen wie Fallons. Wir sind irgendwie immer bei Fallout 4, ich weiß auch nicht. So, willst du stehen haben? Da hinten? Ja, da hinten kommen wir hin. Das ist kein Problem. Da kommen wir locker hin. Das ist gar kein Problem. Was ich erstmal vermeiden möchte, ist wieder zu diesem komischen Rail Delivery oder was das war, zu fahren zu dieser Eisenbahnverladestelle. Weil das war echt, das ist echt zu krass, da hinten einzuparken. Das ist echt richtig asozial eigentlich. Boah, das war so mies. So. Düt. So, einmal hier rum. Oh, guck mal, das könnte sogar... Ja, nee, passt nicht. Schade. Nee, wir müssen noch ein Stückchen rüber, Freunde. So, jetzt dürfte das schon eher irgendwie hinhauen, so halbwegs. Also, ich sagte halbwegs, ja. Bitte nicht hauen. Also, ich würde eh, abgesehen davon, dass ich eh zurückhauen würde, ja, also, ne. So, warte. Ah. Ne, jetzt aber, Alter, komm. Jetzt, mach doch keine Scheiße. Wenn ich 1 Zentimeter nicht drüber bin oder was. Jetzt machen wir hier keinen Fass auf wegen so einem Kack. Na bitte, geht doch. So, weg damit. Los, weg damit. So, ausgezeichnet. Von Bakersfield nach Oxnard. War nicht lange, 160 Meilen. Sind
Wie war eine Meile? Waren das 2, noch was Kilometer? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war 2, noch was Meilen. Also müssen es ungefähr so 340, 350 Kilometer sein. Ich weiß es nicht. Wie lange eine Fahrt dran? Ich weiß es echt nicht. Ochsner nach Bremen für $5.600. Ich denke, den machen wir, ne? Den machen wir. So, mal sehen, was wir für einen Anhänger haben. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, ist auch schon die zweite Energy-Drink-Dose, die ich heute köpfe. Es heißt, ein halber Liter Energy-Drink ist schon intus. Was haben wir für einen Anhänger? Oh nein, ganz so lang. Oh nein, das ist so ein langer Anhänger. Oh no. Oh Gott, das wird lustig. Achso, Licht vielleicht mal anmachen, ist nicht schlecht. Und das aus. Oh Gott. Ich suche mal immer diese langen Anhänger aus, ne? Schade, dass man nicht irgendwie so in dieser Auftragsbeschreibung gleich sehen kann, was es für ein Anhänger ist, ne? So ein bisschen doof. Man sieht immer nur den LKW, aber nicht den Anhänger. Verstehe ich nicht. Ich würde eher den Anhänger sehen wollen als den LKW. Weil der LKW ist mir eigentlich egal. Es geht mir eher um die Fracht, weil dann. Boah, mit so langen Anhängern. Boah. Bin ich mir echt unsicher, ob ich das immer so hinkriege, weißt du? Und ich will ja nicht wie so ein Vollnoob dann dastehen. Also ich meine, ich bin sowieso einer, das ist klar. Aber es ist halt gerade hier bei solchen Kurven, weißt du, mit so einem langen Anhänger, boah. Ist nicht so geil. Weil wir entweder hier vorne raushauen oder hinten dann über diese gelbe Linie dann kommen. Das ist halt beides nicht so geil. Da wollte ich sagen, was ist das für ein komischer Disco-Bus da? Das ist eine Tankstelle. Ist das eine Tankstelle? Müssen wir tanken? Wo ist denn der Tank? Ach, da ist die Tankanzeige. Aber wir fahren mal rüber zum Tanken. So, dann muss ich hier gleich mal schon ein bisschen großzügig den Bürgersteig mitnehmen. Wegen dem langen Anhänger. So, ich mach mal voll, ne? Wir bezahlen das ja nicht. Gott, kostet das einen Haufen, ey. 2,77 die Gallone, 2,90 die Gallone, 3 die Gallone und 2 Energie. Boah. Das sind schon Preise, Freunde. Gut, andererseits ist es für eine Gallone. Eine Gallone sind, ...4, noch was Liter? Also, ich glaub auch rund 4,2 Liter, ne? Jetzt sehe ich nicht, ob da einer kommt, macht aber nichts. Ich glaube so 4,2 Liter ungefähr. Für $3, was ungefähr 2,60 sein müssten. 2,50, irgendwas zwischen 2,50 und 2,70 müssten das sein. Das ist doch billig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Gut, ich meine, in Abu Dhabi bezahlen die für einen Liter irgendwie so 30 Cent. Und das ist bei denen schon teuer. Für einen Liter Benzin und oder Diesel. Also das ist, ja. Aber ich meine, die haben auch alle. Die haben ja da irgendwie alle so privates Ölfeld irgendwie. Weiß ich nicht. Das sind ja ziemlich viele. In Abu Dhabi ist ja immer Finale von der Formel 1. Und wo Sebastian Vettel, der kann ich übrigens mittlerweile auch überhaupt nicht leiden, ganz ehrlich. Ist irgendwie, oh, ich weiß nicht. Wo er das erste oder zweite Mal gewonnen hat, hat er so ein Mercedes geschenkt bekommen von so einem Scheich für 250.000, der 250.000 Euro kostet. Das klingt für uns nach einer verdammt großen Menge Geld. Wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie im Lotto gewonnen hat oder irgendwie 3 Millionen im Jahr verdient durch irgendeinen Job, sind 250.000 Euro doch schon eine ganze Ecke Geld. Aber das sind die City-Scheichs, diese ganzen Öl-Scheichs und so und was auch immer die da alles sind, das sind die City überhaupt nicht. Die 250.000 für das Auto, was er da geschenkt bekommen hat, das haben die bei sich im Auto irgendwo rumliegen, wie wir so ein Euro-Stück für einen Einkaufswagen oder so, weißt du? Also das juckt die überhaupt nicht. Die haben ihre Millionen und Milliarden. Was haben die da unten? Auch Dollar, glaube ich, ne? Haben die auch Dollar? Ich weiß es gar nicht. Was weiß ich, Millionen und Milliarden von ihrer Währung, weißt du? Da jucken die 250.000 Euro überhaupt niemanden. Die fahren auch alle nur mit so Luxussportkarren rum, da hat ja sogar die Polizei mit Lamborghini und so ein Zeug. Weil die sonst nicht mit anderen Autos einfach mithalten könnten. Das ist schon heftig. Ja, ist schon echt heftig, wenn man sich das mal so überlegt. Wow, da waren aber die Steine gerade verdächtig nah am Straßenrand, Freunde.
Ach, guck mal, da fahren wir gleich auf die nächste Autobahn. Ach so, ich verstehe. Wir erkunden wieder unbekanntes Land, sehe ich gerade. Das ist schön. Bisschen andere Straßen wieder erkunden. Oh, da ist schon die Einfahrt. Da ist schon die Einfahrt. Schön. So, wieder runterschalten. Jetzt mit ein bisschen Schmackes hier rum um die Bude. So, passt. Passt. Das lief ganz gut, möchte ich sagen. Also für meine Verhältnisse war das schon souverän. Glaube ich. Bin mir nicht so sicher. So, njung. Da kommt einer. Ja, passt. Schön. Achso, blinken. Entschuldigung. Hallo, jetzt kannst du wieder ausgehen. Manchmal. So. Ach ja, Arizona, Mensch. Geil. Ach nee, ich wollte gerade sagen, da kommt doch diese. Das gibt's doch so, gibt's doch so ein Getränk. Aber das kommt aus Georgia. The Spirit of Georgia. Kennt das jemand? Heißt das The Spirit of Georgia oder hat das irgendeinen anderen Namen? Ich weiß es gar nicht. Boah, habe ich damals auch gerne getrunken. Dieses Kaktusfeige. Boah, geil. Oh, traumhaft. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber es war auf jeden Fall mega lecker. Im Gegensatz zu gewissen anderen Getränken, die es da so gibt. Die man teilweise gar nicht irgendwie so als Getränk bezeichnen kann, weil es einfach so ekelhaft ist teilweise. Boah. Was ich auch irgendwie merkwürdig finde, ist so ein Smoothie mit Spinat und Banane. Warum? Ich sitze doch nicht am Mittagstisch, pack mir Kartoffeln und Spinat und Rührei auf meinen Teller und denk, oh, jetzt eine Banane da reinschneiden, das wäre geil. Ah. Also so stelle ich mir das. Das ist doch ekelhaft, Freunde. Also, da sagt mir schon, wenn ich das nur lese, sagt mir mein Kopf schon. Nein. Oh, Entschuldigung. Da sagt mir mein Kopf sofort nein. Das möchtest du nicht haben. Oh, guck mal, UPS ist vor uns. Das ist aber schön. Wow. Leute. Toll. Handbremse mal rein, runterschalten, Gas geben, Handbremse wieder raus. Auf was wartet mir eigentlich? Hier kommt doch gar keiner lang, Mensch. Ich weiß auch, was die hier warten. So, ciao. Los geht's. So, wer einer von euch Lappen zieht jetzt raus. Ich fahre euch zu Schrott. So, du bleibst stehen. Das wollte ich nur mal angemerkt. Warum geht denn der Blinker nicht aus, Mensch? Also manchmal klemmt es irgendwie, ich weiß auch nicht. So, sind wir jetzt schon im richtigen Ort? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, ich glaube, wir müssen noch ein Stück. Da ist eine Tanke. Ne, wir haben ja erst. Oh, guck mal, dafür, dass wir gerade erst voll gemacht haben, fehlt schon wieder eine ganze Ecke. Ist schon wieder ein Drittel weg. Guck mal, die wollen beide tanken. Dankeschön. Die haben gemerkt, wer. Oh, da muss aufstoßen wieder, Entschuldigung. Wer hier King of the Road ist, ja. Und. Also, muss man den mal schon anerkennen, ne? Dafür, dass wir noch gar nicht lange hier sind. Weiß gar nicht, welcher ist denn heute? Wieder vierter Tag, den wir hier sind oder so? Was ist heute? Mittwoch, der dritte Tag, den wir hier sind? Ich glaube, wir haben an einem Montag angefangen, ne? Das ist der dritte Tag, den wir hier sind. Gar nicht so schlecht. Und die wissen schon, wer hier der Chef ist auf der Straße, ja? Die lernen schnell, die Amis, die lernen schnell, ja? Nein, also wenn sie tanken müssen, sollen sie tanken, ne? Ist ja gar kein Problem. Guck mal, einmal Polizei, dann müssen wir. Ja, genau das ist es, ne? Wenn man ein bisschen in den Rückspiegel guckt, der Anhänger schert ziemlich stark aus. Ziemlich stark. Da ist eine Ampel. Wir haben gerade grün, das ist schön. So, hier müssen wir aufpassen, jetzt steht es in der Laternenpfahl. Noch haben wir grün. Wir haben grün. Tschüss. So, pass auf. Zack. Jawohl. So, hat geklappt. Leaving, wir sind jetzt in Richtung Los Angeles gefahren die ganze Zeit und jetzt fahren wir in Richtung, was? Barstow. Ah ja, okay. Ja, das wusste ich. Also, das hat sich in mein Gehirn gleich eingebrannt, ja. Die ganze Karte habe ich vor meinem inneren Auge. Nein, also ehrlich gesagt habe ich sie mir auf meine Brille projizieren lassen, ja. Ich habe da so einen kleinen Beamer eingebaut und der kann mir das alles so auf die Brille so projizieren, dass ich immer sehe, wo ich bin. Das ist richtig Hightech, aber das habe ich selbst gemacht. Ja, das ist ein Unikat, das gibt's auch nicht zum Kaufen. Ja, das ist total geil. Ich muss mit den Energy Drinks aufhören. Das geht so nicht. Das geht so nicht weiter. Eieieiei.
ja. Das Schöne ist, ich kann mein Maul einfach nicht halten. Man merkt das, ne? Ich laber totale Scheiße, aber ich laber weiter. Das ist schön. Ach, das ist wieder dieser Berg. Ah, toll, da kann man gleich mal ein bisschen runterschalten hier. Toll. So, heute ist Donnerstag, wenn ich das aufnehme. Heute kam wieder Monday Night War. An einem Donnerstag auf Tele 5. An einem Donnerstag. Monday Night War an einem Donnerstag. Das ist total geil. Aber es sind ja auch, dass die Kommentatoren immer noch ziemlich kacke sind. Also diese deutsche... Oh, ich kann mit denen nichts anfangen. Ich weiß auch nicht. Und vor allem, die übersetzen das richtig schlecht, meiner Meinung nach. Ich habe nur mal kurz auf reingeguckt. Ist aufgenommen. Das gucke ich mir immer die Tare mal an. Also wenn du dir das jetzt hier anguckst, habe ich mir das wahrscheinlich schon angeguckt. Theoretisch müsste jetzt wieder Donnerstag sein, das heißt, es kommt die nächste Monday Night War Ausgabe. Ist egal. Ich finde die so schlecht. Da war Dean Ambrose in so einem Steel Cage und Chris Jericho stand außen. Die haben sich irgendwie unterhalten und sowas, weißt du? Und die unterhalten sich halt auf Englisch, ne? Ist klar. Und Dean Ambrose brüllt da richtig rum, der Kommentator so. Und der hat das so in dieser Tonlage übersetzt die ganze Zeit. Das war total spannend. Der hat das voll gut eingefangen, wie den Ambrose da im Rumbrüllen ist. Ich kann mit den Kommentatoren einfach nichts anfangen. Ich weiß nicht warum. Ich finde die richtig schlecht. Tut mir echt leid, aber boah, es geht nicht. Lieber sollen sie diese Kommentatoren weglassen und es einfach auf Englisch laufen lassen. Vielleicht die Untertitel einblenden oder sowas, weißt du? Boah, die Kommentatoren. Weißt du, ich finde die echt schrecklich. Tut mir echt leid, aber ich finde die so schrecklich. Naja. Vor allem, ich würde halt auch gerne hören, wie halt sich Dean Ambrose und Chris Jericho da gegenseitig anbrüllen, weißt du? Und dann labert dieser Typ so in dieser Tonart die ganze Zeit dazwischen und man hört einfach nicht, wie sich Chris Jericho und Dean Ambrose unterhalten. Oh, ist ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Ist ein bisschen anstrengend. Ich muss das mit dem WWE-Network vielleicht doch nochmal austesten, ich weiß es nicht. Wäre mir auf jeden Fall viel lieber, die Original-Kommentatoren zu hören, halt die Original-Stimmen von den ganzen Superstars, als diese Übersetzungsart. Das ist total ätzend. Oh, da schläft man doch schon ein, wenn man selbst so spricht. Weiß nicht, wie die das durchhalten, 2 Stunden lang. Keine Ahnung. So, wir gehen mal wiegen, ne? Ich dachte, das können wir jetzt mal machen. Ist aber eng hier. Ja doch, wobei geht. Bleib stehen. Ich stehe gar nicht richtig drauf, ne? Wollte ich mal sagen. So, jetzt haben die wieder irgendwas an Geld abgezogen. Ich habe keine Ahnung, was die an Geld abziehen. Wir müssen das mal testweise, irgendwann müssen wir da mal das Ding wieder anmachen. Hier den Root Advisor, damit wir sehen, was die uns für Geld abziehen. Weil ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob die so Geld abziehen oder uns welches gutschreiben oder so. So nach dem Motto, oh, du bist zur Wii-Station gekommen, hier, hast mal $50 dafür. Weiß ich ja nicht. Meinetwegen auf 5.000, wäre mir natürlich lieber, aber man kann ja nicht alles haben. Was steht da? Barstow. Okay, wir fahren durch, das ist okay. In Barstow war auch nicht alles erkundet, sehe ich. Also die eine Seite schon so halbwegs, aber die andere Seite noch gar nicht. Das kriegen wir aber hin, wenn wir so erst einen LKW gerne fahren, würde ich sagen. Dann hab ich mal das schon irgendwie gedeichselt. Ne? Weißt du schon. Du verstehst mich da. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Erst einen LKW. Weil ich, ne, habe ich schon gesagt, da nehme ich keinen Kredit für auf dann. Sondern hier. Ja, ein bisschen in die Hände gespuckt und los geht's. Die 100, was weiß ich wie viel, $1000, die sammeln wir selbst zusammen. So, ich muss mir dauernd aufstoßen. Das Energy Drinks, ne? Die sind immer so überladen mit Kohlensäure eigentlich. Aber was soll's. Ich muss mich ja munter halten, sage ich mal. Also das klingt mir so negativ immer, weißt du, so munter halten. Ja, ich bin voll K.O., ich habe keinen Bock auf Aufnehmen, aber ich muss es machen. So klingt das, so kommt es irgendwie immer rüber. So ist es natürlich nicht. Ich bin einfach echt nur müde. Weil die irgendwie im Haus irgendwelche Bauarbeiten haben und fangen, ist so ein Aushang, weißt du, so 7 bis 16 Uhr arbeiten die da oder könnten die dort arbeiten. Die fangen natürlich genau um 7 an und hören genau um 16 Uhr auf, weißt du. Wenn du mal auf die Autobahn guckst, auf so eine Baustelle, da ist irgendwie
niemand. Weißt du, so irgendwie so 5 Jahre Baustelle, wo ich überlege, da könntest du vielleicht ein Jubiläum feiern, irgendwie so ein Autobahnfest oder sowas. Da ist nie jemand. Da kannst du tagsüber vorbeifahren, da kannst du vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts vorbeifahren, da ist niemand. Alter, du siehst einfach raus, die Drecksau. Da ist einfach niemand. Und egal an welchem Wochentag. Aber hier fangen die Punkt 7 an mit ihren, weiß ich nicht, Bohrer oder was auch immer das ist. Fangen die an zu arbeiten. Und du warst bis 4 Monate hast aufgenommen und denkst nur so, nee, bitte nicht. Nein, nicht schon wieder. Das ist so ätzend. Ich habe auch keine Ahnung, was sie da machen, aber sie tun irgendwas und sie tun es extrem laut. Da kriegt man echt die Krise, muss man schon sagen. Aber, ja, was soll's. So, was macht man jetzt? Schiebt er sich da irgendwie mit 2 km/h mehr an uns vorbei? Ach, guck mal, der Transporter, der vor uns rausgezogen ist, die kleine Drecksau. Mit seinem General Motors Company Truck. Ist das von GMC? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube. Oh, guck mal. Ein Corvega-Auto. Ja. Wo würde wieder bei Fallout werden? Ja, gut, so viel dazu. Darauf müssen wir denn jetzt hin, Mensch? Ah, da ist unser Bestimmungsort. Alles klar. Das heißt, wir müssen theoretisch die nächste Ausfahrt nehmen. Das heißt, wir überholen nicht. Logischerweise. So, der vor uns hat ein paar Stahlrohre drauf. Nee, der hat voll die Stahlrohre drauf, ja. Ja. Der hat vielleicht auch ein Stahlrohr in der Hose. Was? Das ist die wurde gehackt. Das hat jemand gerade so eingesprochen von irgendwo anders. Das war nicht ich. Ja. Ich muss mit den Energy Dings aufhören. Die tun mir echt nicht gut. Ach guck mal, hier ist übrigens ein Kreuz und wir müssen noch hier rüber. Das ist ja super. So, tschüss. Machen wir Platz da. Wir müssen noch da abbiegen. Gibt es hier sowas wie eine Abbiegerspur? Das ist sehr schön. Da stören wir nämlich nicht den Verkehr hinter uns. Das ist ganz toll. Toll. Nein, nicht rückwärts. Mensch, diese Schaltung, ne? Man drückt irgendwie dauernd drauf und sieht, okay, man ist noch im 5. Gang, dann drückt man nochmal, dann ist man irgendwie so im 1. Rückwärtsgang. Ganz komisch, es kommt manchmal nicht so ganz mit, wie es sollte. Können wir jetzt darüber? Das ist ein bisschen scheiße gelöst, Freunde. Möchte ich schon mal so sagen. Und das ist so ein bisschen blöd. So, nachdem können wir. LKW, hältst du an? Halt bitte an, Kumpel. Ach, das ist gut. Er hält an. Das ist sehr nett. Was für eine blöde Auf- und Abfahrt, Mensch. Das ist echt ein bisschen doof geregelt, muss man sagen. Diese Berge hoch, ne? Das ist echt geil. Es ist im Eurotrack schon so ein bisschen nervig immer. Ach ja, Road End. Ja, ist schon okay. Stand gerade Road End oder Dead End, ich weiß nicht. Was für eine fette Industrieanlage, guck dir das an. Krass. Na gut, das ist Coastal Mining, ne? Wer weiß, dass die alles aus dem Boden rausfischen. Ach ne, es ist Camps. Okay, ist also irgend so ein Chemie-Scheiß. Ja, okay, dann das erklärt auch diese vielen Silos oder was auch immer das ist oder Tanks oder wie auch immer. Kein Wachtmeister heute da? Nö, das finde ich nicht gut. Ach doch, da vorne stand da. Das ein andermal. Wir haben wieder so einen langen Trailer, das muss nicht sein. Der Wachtmeister. Wahrscheinlich ist es gar kein Wachtmeister, einfach nur so ein Security-Heinz, weißt du? Nee, ein andermal, dass wir da rückwärts einparken. Ein andermal. Also mit den fetten Anhängern, mit diesen langen Anhängern, traue ich es mir tatsächlich erstmal nicht wirklich zu. Kommt natürlich immer auf die Position an, aber erstmal ja, eher weniger tatsächlich. So ausgezeichnet, na komm schon. Ja. Schön. 5600 Dollar knapp, 400 EP. Das ist doch Knorke. Freunde, das ist doch Knorke. So, 27.000 haben wir immerhin schon. Das könnte schlimmer sein. Quatsch. Hä?
Warum geht das nicht? Ach, wir haben doch gar keine LKW. Ja, ich voll Idiot. Manchmal, ne? Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Ja. Tschüssikowski. Jetzt aber wirklich.